zusammen, wieder einen schönen Gruß aus der Zwergenwerkstatt. Heute habe ich ein neues Projekt, nämlich ich möchte mit meiner neuen Dekupiersäge eine kleine Schale aus Holz herstellen. Ja, ist mein erster Versuch, mein erstes Projekt. Schauen wir mal, was passiert. Jetzt muss ich euch gleich noch auf einen Fehler hinweisen, den ich gemacht habe. Nämlich habe ich das Papier ganz auf die Seite vom Holz hingeklebt und wenn man das macht, hat man oben beim Werkstück natürlich zu wenig Material. Ich zeige euch, was ich meine. Nämlich habe ich es im Video, wenn das, stellt sich vor, das Material, das Eisenteil ist das Holz, habe ich es ganz auf die Seite hingelegt und wenn man es eben so seitlich reinschneidet, fehlt natürlich das Material. Also ihr müsst das natürlich ein Stück so hineinrutschen und so hineinrutschen, dass entsprechend, wenn man das so herlegte, natürlich das Material verfügbar ist. Also mindestens halt, dass die Kante so einen Überstand hat. Ich hoffe, das war verständlich. Also auf jeden Fall rutscht es ein paar Zentimeter hinein, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Hier habe ich einfach einmal die Grundform von der Schale ausgedruckt und mit einem Klebestift aufgeklebt. Und seitlich noch die Linien weitergeführt, damit ich dann nachher auf der Dekupiersäge entsprechend einstellen kann. Ich habe jetzt einmal die Säge so eingestellt, dass die beiden Eckpunkte hier schön fluchten. Ich hoffe, da sieht man die halbwegs gut. Kann man hier unten einstellen. Bei mir sind es ca. 32 Grad. Schauen wir mal, wie ich jetzt weiterkomme. Es wird wahrscheinlich ein ziemlich langer Schneidvorgang werden, aber probieren wir es halt einmal. Damit ich mit dem Sägeblatt durchkomme, habe ich hier schräg ein Loch eingebohrt, oder bei der vorigen Runde halt. Und damit ich den Winkel richtig zusammenbringe, habe ich einfach ein Abfallstück genommen, das vorher übergeblieben ist. Und das machen wir jetzt eben beim nächsten Kreis auch. Also schauen wir, dass wir da halbwegs schön da reinkommen. Wenn es den Winkel haben, wenn man bei der Bohrer ein bisschen länger wäre, kann man da schon ein bisschen mehr machen, aber vielleicht so ein bisschen, vielleicht geht auch ein bisschen mehr. Mal das. Gehen wir wieder runter. Jetzt bohren wir mal da durch. Ja, dann haben wir mal da das Loch drinnen. Und damit wird in dieses Loch, das ist bei mir ein 3 mm Loch, das Sägeblatt durchbringen, habe ich vorher mit viel Putzelei und etwas mit sanfter Gewalt dieses kleine Zäpfchen mit der Zange einfach rausgezogen, das Werkstück durchgesteckt und dann wieder das kleine Zäpfchen draufgegeben. Na gut, dann machen wir es einfach wieder. Also ich hoffe, dass wir das Zapfen wieder rauskriegen. Dann schauen wir, dass wir das Werkstück hineinkriegen. Ich habe es vorher geklappt, das Eich müsste jetzt auch funktionieren. Ist ja nicht so einfach, was soll ich denn sagen? Genau, durchsammeln. Schauen wir mal, dass wir das so drehen können, dass der Winkel passt. Und dann spannen wir das wieder ein. Ah, zuerst brauchen wir das Zapfen wieder. Bitte nicht runterfallen. Und drehen wir das wieder. Dann brauchen wir
entspannen, runtergehen. Ich habe diesen Schutz einmal festgeschraubt, damit er eben hier oben bleibt, aber er hat mich einfach so genervt, dass ich ihn weggegeben habe. Also, ich wollte vorbildlich sein und es drauf lassen, aber er wollte nicht. Dann gehen wir es wieder an. Montieren. Damit wir das Werkstück wieder rausbringen. Ich schätze mal für die Runde, einmal rundherum habe ich jetzt wahrscheinlich 10 Minuten geschnitten. Entschuldigung, bin gerade unterbrochen worden. Was ich sagen wollte, ich habe für diese Runde ca. 10 Minuten geschnitten. Also bei so einem dicken Holz merkt man noch Vorzeit, oder? Gut, dann gehen wir das Sägeblatt wieder raus. Müssen wir Zapfen, Zapfen ist noch nicht rausgehen, das ist egal. Und haben einen wunderschönen zweiten Teil. Wenn ich mich jetzt nicht total vertan habe, sollten wir auch halbwegs aufeinander anpassen. Wenn man es nachher zusammenklebt und verheilt und schleift, dann hoffe ich, dass da eine halbwegs passable. Ja, jetzt haben wir den nächsten Teil, den wir rausschneiden müssen, und dann können wir hoffentlich das passgenau zusammennehmen und schauen mal, wie das da rauskommt. Eine Präzisionsarbeit wird das sicher nicht, aber mein erster Versuch. Das war die Schale mit dem Holzvorrang. Was? Das kann passieren, aber das kann nachher zusammenwandern. Sehr schön, dann montieren wir wieder das Zapferl ab. Was ging jetzt da richtig flott? Durchwursteln. Wieder drauf.
entspannen und auf in die letzte Runde. Strom rein und auf geht's. Jetzt geht es wieder holprig. Und durch sind wir. Dann montieren wir das wieder ab. Und dann sind wir hoffentlich das nicht komplett daneben gewesen. Zurück. Ich habe da fest angezogen. Gut, letzter Teil war das jetzt. Jetzt haben wir, schauen wir mal, ob das halbwegs zusammenpasst. Das ist mich angeschraubt oder angeklammert. So. Wo fährt der Teil hin? So. Und so, haha, das ist halt einmal der erste Entwurf. Ich bin begeistert. Naja, schauen wir mal, ob das mit dem Zusammenleimen gut funktioniert und dann muss man halt entsprechend schleifen auch. Ja, das habe ich wahrscheinlich nie gesehen. Gut, passt dann, bis später. Na, ich blase den Spaß jetzt noch mit Pressluft ab. Gut, hätten wir das geschafft, würde ich schauen, dass ich das Papierzeug wieder runterbringe und dann können wir es eigentlich zusammenleimen. Das wird lustig werden. Ich habe versucht, das mit dem Stanley-Messer runterzuschneiden, das geht gar nicht. Also, ich habe die Teile einfach ein bisschen vorsichtig, aber das geht ganz gut. So, wir kriegen das zusammen. Da habe ich nur Striche drauf gemacht, die haben eingebildet. Strich. Hier ist der Strich. Und so. Also eigentlich kann ich versuchen, das zusammenzuleimen. Und dann trocknen lassen und dann abschleifen. Gut, probieren wir es einmal. Habe ich schon mal gesagt, dass meine Werkzeug zu klein ist. Sollte ich einen Witz erzählen, ha? Aber mir fällt doch keiner ein. Doch, treffen sich zwei Schneemänner, sagt einer zum anderen.
finde, hier riecht es nach Karotte. Haha. Gut, dann lassen wir so schöne Pyramide mal stehen und machen morgen weiter. Jetzt wird noch alles noch schön abgeschliffen. Also in der Zeit, in der ich erst warten muss, dass der Leim trocknet, habe ich schon mal angefangen, die Sachen für die nächsten Arbeitsschritte vorzubereiten. Und wie ihr wisst, ich habe keine riesengroße Werkstatt, ich habe nicht extrem viele Geräte, aber schauen wir mal, wie wir das weiterkommen. Ich habe eine alte Bohrmaschine auf einem Halter und so ein Klettscheibenband mit einer, mit einer Sandpapierscheibe. Ich habe keine Ahnung, ob die groß genug ist oder ob die fein genug ist, aber für den ersten Test wird es hoffentlich reichen. Ich habe jetzt ein kleines Stück Restmaterial von vorher und werden wir gleich mal probieren, ob das halbwegs funktioniert. Ich kann jetzt zum 27. Mal jetzt sagen, ich mache das auch zum ersten Mal. Aber wenn ich das zum ersten Mal mache, könnt ihr beim ersten Mal, wenn ihr es beim ersten Mal macht, nachher besser machen. Und das ist ja der Sinn der Sache, oder? Ich bin ein bisschen lärmempfindlich, drum. Also, das wirklich, das funktioniert extrem gut, muss ich zugeben. Ich hoffe, dass das morgen mit den geleimten Elementen auch gut funktioniert. Und da werden wir noch irgendwas Feineres nicht brauchen, oder wahrscheinlich werden wir es nachher händisch mit einem ganz feinen Papier, also ganz einem feinen Bleifpapier machen müssen. Ich weiß nicht, was ich da als feinstes habe, aber das feinste ist da ein 600er. Ich glaube, so ein feineres habe ich nicht. Ja, aber werden wir es morgen probieren und dann schauen wir weiter. Jetzt ist die Nacht vorbei und der Leim ist getrocknet. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ergebnis einmal an. Ja, und dann können wir eigentlich daran gehen, das abzuschleifen. Hier die Bohrmaschine mit der Schleifscheibe drauf. Ich habe nachgeschaut, das ist ein 80er Schleifpapier. Also ziemlich grob, aber was anderes habe ich nicht. Also, ich habe das jetzt mal abgeschliffen. Ist zwar noch nicht ganz perfekt, ich habe noch ein bisschen Zeit investiert, aber die erste Seite schaut schon mal ganz passabel aus. Ich werde hier jetzt mal noch weiter reinschleifen und nachher überall angleichen, aber ja, schaut schon ganz passabel aus im Vergleich dazu. Machen wir gleich weiter, es wird ein bisschen länger dauern. Na gut, von außen schaut es schon mal ganz passabel aus. Ganz fertig bin ich noch nicht. Wie man das innen macht, wird noch spannend werden. Ja, schauen wir mal. Also die Außenseite habe ich jetzt einmal grob fertiggestellt. Ganz fertig machen werden wir es dann, wenn es innen auch abgeschliffen ist. Also für innen habe ich mir jetzt eine biegsame Welle vorbereitet mit so einem, ja, mit so einem Lamellenschleifer. Also mit so einem Lamellenschleifer. Ja, der ist ehrlich gesagt schon extrem schlecht benannt und ich glaube, da mache ich mir jetzt keine großen Hoffnungen. Eigentlich wäre mein Plan gewesen, das mit so einem Multifunktionstool zu machen, so ein Dremel oder wie die heißen.
Aber sowas habe ich noch nicht. Aber vielleicht wird das ein guter Anlass, so etwas zu besorgen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Was soll ich sagen? Es geht sogar, obwohl das Drum wirklich extrem schlecht benannt ist, geht das noch erstaunlich gut. Jetzt wirst du hier überhaupt nicht erkennen, aber das gerade die Seite, die schaut schon wirklich ganz passabel aus. Fern von perfekt weit entfernt, aber für diese Ausrüstung wirklich eigentlich überraschend gut. Bin ich immer grob innen drin und überall drüber gefahren. Ganz fertig bin ich hier noch nicht, aber es schaut wirklich eigentlich überraschend gut aus. Dann haben wir jetzt Pressluft. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht, aber ja, es ist deutlich besser geworden, als ich erwartet habe. Ja, hier muss man noch nacharbeiten, da wo ich reingebohrt habe. Aber ja, was soll ich sagen? Bis jetzt schaut es nicht so schlecht aus. Ich werde noch ein bisschen nachbessern und dann machen wir weiter. So, ich habe hier innen noch ein bisschen entgratet und das Äußere, das werde ich noch mit der großen Scheibe machen. Also ich werde die große Scheibe noch mal einspannen. Um die Sache abzuschließen, habe ich mich entschlossen, das Werkstück oder die Schüssel noch mit Olivenöl einzulassen. Ich hätte es auch bei einem Teststück probiert mit so einem Bienenwachs, aber irgendwie hat mir das Ergebnis mit dem Olivenöl besser gefallen. Also, ja, dann gehen wir es an. Ganz normal, ganz günstiges, ganz normales Olivenöl. Einstreichen und einfach über Nacht trocknen lassen oder einziehen lassen. Weil hier sieht man eh, dass es gescheit was aufnimmt. Schaut mal so aus. Also für die Zukunft oder für euch, schaut, dass die Leimreste möglichst gut wegkriegt, dass man das eben nachher beim Einlassen nicht so stark sieht. Ja, das ist also mal das Endergebnis. Schau mal, morgen wird es noch hoffentlich trocken sein und alles passen. Und eigentlich ist das der Plan, dass das eben als erstes Werkstück, als Muttertagsgeschenk an meine Mama geht. Weil Mama, du bist die Allerbeste. Genau, bevor ich es vergesse, würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und einen Daumen nach oben da lasst.